Einen wunderschönen, ich bin Georg Lesk und ich berichte euch jeden Dienstag auf diesem Kanal über meine Tätigkeit als Illustrator. Samstag um 18 Uhr kommt dann immer ein Video zum Thema Urban oder Fantasy Art. Heute bin ich ein bisschen in Eile, ich will gleich noch was zeichnen. Wir starten wie immer mit dem Goal-Check. Bei Essen Licht habe ich mitgemacht und es war ziemlich nice, muss ich sagen. Einfach die Erfahrung mal, etwas für einen Wettbewerb vorzubereiten, auch so mit Konzept schreiben und dann noch so eine Kalkulation dazu machen, theoretisch. Aber eben nicht nur eine Kalkulation, sondern auch eine eigene Idee und alles. Das ist schon ziemlich cool und eine ganz spezielle und ich finde auch irgendwie künstlerische Art zu arbeiten. Hat mir echt Spaß gemacht, kann ich nur empfehlen, wenn ihr irgendwo einen Wettbewerb ausgeschrieben seht, einfach mal mitmachen. Zu meiner Einsendung habe ich zusätzlich noch zu dem geforderten Material eine Bewerbungsvideo gemacht. Das schneide ich euch jetzt mal rein. Das hatte ich dann schon extra hier hochgeladen und halt einfach mit auf meine Einsendung draufgeschrieben und verlinkt. Sehr geehrte Christina Pla, liebes EMG und Remondes-Team, mein Name ist Georg Lesk und ich komme aus München. Halt, ich bin trotzdem ganz nett. Als Illustrator und Nachhaltigkeitsfan habe ich selber eine ganz eigene Vorstellung zum Thema nachhaltige Lichtkunst. Ist ja ein Thema, das wahnsinnig toll ist und viel hergibt. Übrigens der Hammer, dass ihr ein ganzes Festival zu dem Thema Licht macht. Sehr, sehr nice. Aber gerade bei künstlichem Licht tritt ja oft die Nachfrage nach Material und auch Strom sehr in den Hintergrund. Ich habe euch hier mal eine Skizze vorbereitet. Ich vereinfache das Thema Licht und breche es auf ein Objekt herunter, welches jeder zuordnen kann. Das Symbol Taschenlampe baut einen persönlichen Bezug auf. Jeder hat eine oder kennt das Symbol auf dem Handy und kennt auch das Problem, wenn diese keinen Strom hat. Diese Illustrationen werden sich gegenüberstehen, die eine beleuchtet, die andere flackernd. Aus den Bildern führt ein gezeichnetes Kabel, dem die Veranstaltungsgäste folgen können. Am Ende des Kabels findet der Betrachter jeweils eine Stromquelle. Für manche jedoch unerwartet ist es die herkömmliche Stromgewinnung, bei der die Taschenlampe nicht mehr funktioniert. Und das wäre dann auch meine inhaltliche Aussage. Ich weiß, dass gerade das Thema erneuerbare Energie ein schwieriges Thema sein kann, doch eigentlich ist es so einfach. Eingangs habe ich ja auch noch das Thema Material und Herstellung erwähnt und man wird sich vor allem bei Remondes zu Recht fragen, wo bleibt denn das? Ehrlich gesagt, mir ist es sogar noch wichtiger als das Thema der Stromgewinnung und deswegen habe ich es auf die Metaebene gehoben. Ich denke, der Betrachter muss sich erstmal ein bisschen genauer reinfuchsen, ein bisschen drüber nachdenken, bis er dann erkennt, dass das Material selber überhaupt nicht vorhanden ist, das für diese Taschenlampe benötigt wird, weil es ja gezeichnet ist. Das heißt, hier hat man einen ganz geringen Materialaufwand, Hinweis einsparen. Natürlich wird das Ganze in einem Rahmen sein, das ich selber aus recyceltem Holz gemacht habe. Ich habe hier, Moment, nämlich ein Holzlager bei mir zu Hause auf dem Balkon, weil ich so gerne mit recycelten Materialien arbeite. Alternativen und vor allem auch erweiterte Vorschläge meines Konzepts findet ihr natürlich dann in der schriftlichen Ausarbeitung, die ihr bereits habt. Vielen Dank fürs Anschauen, vielen Dank fürs in die Erwägung ziehen und vor allem vielen Dank fürs Ausrichten dieses äußerst coolen Wettbewerbs. Hat mir jetzt schon sehr viel Spaß gemacht mitzumachen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao! Nachdem meine Einsendung fertig war, habe ich dann letzte Woche noch eine richtig coole Geschichte gemacht. Das habe ich mitgevloggt. Let's go! So, ich komme gerade aus der Schule. Ich bin hundemüde, weil ich gestern noch lange an dem Wettbewerb gearbeitet habe, den ich eingesendet habe. Hoffen wir mal das Beste. Und jetzt treffe ich mich mit dem Moritz Jenderal. Viele Live-Rollenspieler kennen ihn natürlich. Er ist ein begnadeter Fantasy-Fotograf. Und wir überlegen an einem gemeinsamen Projekt für die Zukunft. So, und da bin ich jetzt auch schon. Wir sind hier gerade am Aufschreiben und notieren uns fleißig, was für Projekte wir jetzt vorhaben, gell? Jo, Mann. Alles klar. Mal schauen, wo es hingeht. Ich freue mich voll. Wir haben endgeile Ideen gehabt, auf jeden Fall. Es wird richtig nice. Auf jeden Fall, Mann. Von 42K und das ist ein Airsoft Lab Warhammer. Ziemlich cool gewesen. Die Bilder waren ziemlich schnell fertig. Innerhalb von einer Woche war ich mit 1200 Fotos durch. Ich habe wahnsinnig in meinem Workflow gearbeitet. Sehr nice. Danach fand ich richtig cool, mich letzte Woche auch noch mal mit einer Freundin zu treffen, die
ja, sehr viel mit Prince gearbeitet hat. Die macht viel Mode und ist auch in der Malerei eben und arbeitet da aber mit Prince. Und das war ehrlich gesagt ziemlich nice, weil ich für ein besonderes Bild, das ich machen wollte, einen Hintergrund gebraucht habe und jetzt einen Hintergrund ausprobiert habe von ihrem Bild. Das hat perfekt gepasst und ich bin richtig happy damit. Das Bild werdet ihr demnächst auf Patreon und dann natürlich auch hier zu sehen bekommen. Kommen wir zu den Zielen für diese Woche. Ich möchte unbedingt weiter an dem Videoprojekt mit der guten Lisa Grimm arbeiten und deswegen steht auf dem Plan, dass ich mich diese Woche nochmal mit ihr treffe. Ansonsten wird viel gemalt, viel illustriert jetzt gerade. Ich arbeite vor allem eben an dieser geheimen Sache mit Mo, wie gesagt. Auf Patreon und Instagram bleibt ihr auf dem Laufenden. Jetzt noch zur Community-Galerie. Diesmal möchte ich euch das Bild, das beim letzten Mal am meisten Stimmen bekommen hat, vorstellen. Es ist von der guten Livy17 und aus Sachsen. Und arbeitet als kreativer Geist am liebsten mit Farbe und ist beim Zeichnen nicht am vorne mit dabei. Aber dafür liebt sie Acrylfarbe und hat auch dieses Bild mit Acrylfarbe gemacht. Und sehr, sehr, sehr differenzierte Farbabstufungen gewählt, um ja, das Bild so wirken zu lassen, wie es wirkt. Hier eine Interpretation von ihr. In diesem alten Wohnzimmer ist ein Fußball und Schuhe und das zeigt, dass die Familie kaum noch zusammenkommt, eben zum Beispiel im Wohnzimmer, wo Kinder auch kaum noch zum Spielen rausgehen, sondern eher untereinander im Internet kommunizieren. Das Familienbild gerät in Vergessenheit und veraltet. Das waren zumindest meine Gedanken beim Malen, sagt Livy. Also vielen Dank für dieses schöne Bild und schickt mir gerne weiter eure Bilder für die Community-Galerie. Das war's schon wieder von mir für die Kalenderwoche 23. Ich wünsche euch eine sehr produktive Woche. Schreibt mir doch, was ihr diese Woche vorhabt, unten in die Kommentare. Und ich freue mich, euch zu hören. Bis bald. Vergesst nicht, Samstag 18 Uhr das neue Video. Diesmal geht es um die Aussageebene von Kunst.